So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Unboxing-Video von Perdition's Mouse, Abyssal Rift, ein kooperatives Dark-Fantasy-Abenteuer in The Labyrinth of the Insectoid God. Und das ist das Spiel. Ich habe in meinem Essen-Unboxing-Video schon mal kurz reingeguckt, aber das wird jetzt eben dann das richtige Unboxing-Video, wo wir uns alles mal im Detail angucken. Und das geht hier schon gleich direkt los mit der Anleitung. Und die ist, sie hat direkt einfach mal viele Seiten, 38, das geht eigentlich noch, aber wenn man sich die Seiten mal so anguckt, das ist schon viel. Also ich habe die Regeln selbst noch nicht gelesen. Ich hatte das Glück, dass ich das Spiel direkt auf der Messe in Essen mit, ich glaube, es war einer Designer, spielen konnte und schon mal so die erste Runde spielen konnte, so schon mal grundlegend in die Mechaniken eingeführt wurde. Und dadurch wird es mir jetzt natürlich viel leichter fallen, diese Regeln hier zu lesen und zu verstehen und dann versuchen, euch alles so weit es geht richtig zu erzählen. Ihr kennt meine Videos, da schleichen sich immer gerne irgendwelche kleinen Flüchtigkeitsfehler ein, entweder weil ich irgendwas vergessen habe oder übersehen habe oder auch einfach gar nicht gelesen habe. Und das wird hier wahrscheinlich auch passieren, aber es wird trotzdem, denke ich, reichen, um euch einen ganz guten Eindruck von dem Spiel zu geben. Und das sieht jetzt so auf den ersten Blick viel aus, aber gerade hier so diese ganze Vorbereitung und Overview und so, das geht eigentlich. Also das Spielen selbst ist gar nicht so kompliziert, zumindest war es das bei uns nicht. Und aber Regel, oh, hier hinten auch nochmal die Round Summary. Okay, also ist schon eine Menge Holz drin, aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier gut verpackt die Scenario Sheets. Da gucken wir gleich mal rein, packen wir erstmal alles aus. Dann haben wir hier ein paar von den Monstern. Das sind schon so ein bisschen größere Brocken, aber noch längst nicht alle. Und dann geht es hier direkt weiter. Hier haben wir dann auch noch ein paar von den kleineren Miniaturen. Gucken wir uns auch gleich nochmal näher an. Hier ist nochmal eine von diesen etwas größeren. Und dann haben wir hier dieses Rad. Das ist ein bisschen das Aktionsrondell, wo man immer eine gewisse Anzahl an Schritten gehen kann, je nachdem, welchen Lebenszustand man gerade ist. Also man fängt dann meinetwegen irgendwie hier an die Runde und kann irgendwie 1, 2, 3 Schritte gehen. Und wenn man dann 5 Aktionspunkte hat, hat man eben noch 2 über, um die Aktion damit aufzuladen. Und so muss man eben, und wenn irgendwer anders vorher ein Feld blockiert hat, dann überspringt man das quasi. Und so kann man dann schon die Runde zurechtpursen und überlegen, wer will wohin, wer will was machen, wer will welche Aktion ausführen, wer will was wie pimpen. Also es ist so ein bisschen so ein kleines Puzzlespiel, wo man dann seine Runde zurechtpuzzeln muss, um das optimale Ergebnis rauszuholen. Und hier gibt es dann noch das Monsterrad im Prinzip. Das ist dann so ein Spawnrad, wo dann auch immer die Monsterbewegung zufällig festgelegt wird, wie viele Schritte hier so ein Marker vorgeht. Entweder spawnen halt einfach Monster oder die Monster greifen alle an oder sie bewegen sich. Oder wenn der Marker hier ist und der wird irgendwie 4 vorgerückt, dann greifen erst alle an, dann bewegen sie sich, dann greifen alle an, dann spawnen neue Monster. Also das ist auch eine ganz interessante, nette Mechanik. Und dann haben wir irgendwelche Aufkleber. Ich weiß gar nicht mehr, wo die raufkommen, aber das wird sich sicher auch finden. Und dann haben wir hier ganz viele, was ist ganz viele? Pläne. Das sind dann die vorgegebenen Pläne, die so in dem Szenario drin sind. Ich zeige euch das gleich. Erst packen wir alles aus. Dann haben wir hier noch ein paar, das kann man sicher auch irgendwie rausnehmen. Also hier sind noch mehr Miniaturen. Und diese Marker, die man dann benutzt, um in diesem Rad oder diesem Rondell zu markieren, wo man gerade ist. Das sind die Marker für die Spawning Points. Gucken wir uns auch gleich nochmal näher an. Hier, um dieses, ja, irgendwas da festzumachen. Dann haben wir hier halt Karten. Das sieht so aus, als wenn man ohne Gummibänder da nicht wirklich weit kommen würde. Und dann kann man hier den ganzen Schachtelansatz rausnehmen und hat hier noch so ein paar Marker. Und das ist dann einmal alles, was soweit in der Schachtel drin war. Und dann schieben wir das hier alles mal ein bisschen beiseite und gucken uns vielleicht erstmal die Spielpläne an. Die sind auch wahrscheinlich durchnummeriert nach Szenarien. Dann hier, das ist wahrscheinlich das letzte Abenteuer. Ich glaube, es gibt 8 Stück da drin. 4 Spielpläne. Abyssal Rift, das Ding ist dann auch gleich riesengroß mit den verschiedenen Feldern, die irgendwelche Funktionen haben. Hier ist alles relativ offen. In dem Szenario, das ich gespielt habe, also hier unten seht ihr das ja, hier gibt es so einen kleinen Gang, wo man wahrscheinlich durch, entweder nachher kommen muss oder erstmal aufs Spielfeld kommen muss. Und hier ist es dann schon so, dass man sich gegenseitig blocken kann, dass man gucken muss, wo die Monster stehen und so. Und hier gibt es eben auch so Steinsäulen, die da stehen, die man bei seiner Bewegung beachten muss. Und und da muss man sich dann die entsprechenden Szenarien zu angucken. Gucken wir uns erstmal Karten an. Das hier ist dann die Guard Chamber. Dann haben wir hier Spielplan Teil 5. Das Small Nest.
Ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die sagen, ja, das hier mit dem irgendwie weiß oder dem hell im Hintergrund, das ist nicht ganz so hübsch, aber ich finde das eigentlich so wirklich störend. Hier, die sind dann schon alle unterschiedlich aufgebaut. Also wir gucken gleich mal in die Szenarien, ob es für jede Karte mehrere Szenarien gibt oder ob es da jeweils immer nur eins für gibt. Hier haben wir dann Szenario Nummer 3 und 4. Also wie ihr seht, die sind jetzt nicht so aus modularen Spielplanteilen, dass man die immer wieder neu zusammenschieben kann, wie zum Beispiel bei Descent oder sowas. Man hat halt einen vorgegebenen Spielplan und da ist natürlich die Frage, wie viele Szenarien man da drauf machen kann oder nicht. Aber ich sag's mal so erfahrungsgemäß, wenn man dieses Spiel 8-mal gespielt hat, das ist schon viel. Also ich kenne viele Gruppen, die spielen ihren Dungeon Crawler nicht so oft und das wird bestimmt auch einen gewissen Wiederspielwert haben. Das hier ist der Rubble Room, den haben wir auch nicht gespielt. Wir haben, glaube ich, doch tatsächlich dieses Szenario gespielt hier, den Entrance, wo man einfach in dieses Dungeon quasi reinkommt und wir Helden sind hier irgendwo gespawnt und mussten einfach hier durch. Hier waren so Spawning Points, wo Monster gekommen sind, hier waren irgendwie auch welche und dann hätte man zwischendurch noch Schätze looten können, in diese Kammern rein können. Und ja, dann gucken wir mal in die Scenario Sheets. Das ist also kein extra Buch, sondern einfach so ein paar Bögen, wo dann immer jeweils alles Wichtige dazu draufsteht. Und ja, das ist nicht nur die Scenario Sheets, sondern auch die verschiedenen Charaktere, die es gibt. Ne, das hier ist eben Zimmer, der hat nur 2 Lebenspunkte. Der ist also wirklich sehr schnell tot. Ich sollte das mal in die Kamera halten. Der hier hat dann schon 3 Lebenspunkte und halt immer, wenn die irgendwie Schaden fressen, dann werden deren Eigenschaften immer ein bisschen schwächer. Ne? Das hier ist dann schon so einer mit 5 Lebenspunkten. Der kann ganz gut was aushalten und er hier auch. Wahrscheinlich sind das so die Charaktere, die man eher am Anfang nehmen sollte. Und ne, hier dann dementsprechend weniger, wie man hier schon sieht, das ist quasi der Fernkampfwert. Das sind so die generellen Aktionspunkte, die die haben. Das hier ist irgendwie der Rüstwert, den die haben, was der Wert hier gemacht hat. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, hier Bastian, das ist so quasi dann der Tank. Der hat 6 Lebenspunkte, das ist schon ganz mächtig. Dann haben wir hier wieder Zimmer. Dann haben wir hier eben die Eigenschaften der verschiedenen Monster. Das hier ist eben auf Standard. Auf der Rückseite dann auf Hard. Also je nachdem, welchen Modus man da spielt. Das sind einmal die Kultisten und die Insektoidenviecher, die es gibt. Eben auch jeweils in 2 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das hier sind eben ja, so eine Übersicht, was man so für Aktionen überhaupt hat. Was die Symbole bedeuten und was so die einzelnen Teile überhaupt nochmal bedeuten. Und dann hat man hier eben ja, ne, Side Entrance, also Mission 1a. Und eben dann den Text dazu und 1b. Das wird sich wahrscheinlich alles jeweils immer auf die einzelnen Spielplanteile beziehen, denke ich mal. Also ich muss, wie gesagt, die Regel nochmal komplett lesen. Ich habe es nur einmal auf der Messe so durchgespielt. Aber wenn das bedeutet, dass wir pro Szenario schon mal immer 2 Varianten haben, ist das schon mal ganz gut. Wobei hier eben eins Standard ist und das andere Hard. Ich hoffe, dass sich das dann irgendwie unterscheiden wird, aber sieht schon so aus. Vom Setup her sieht das anders aus. Vom Primary Spawn, also das ist schon unterschiedlich genug. Und na, hier Rubble Room gibt es auch 2a. Und 2b, Catch Me If You Can, auch 2a und 2b, ich lege das gleich mal richtig so rum, also scheint immer, oh hier sogar c, also hier gibt es dann 3 verschiedene Versionen dafür, das setzt sich dann sofort, dass es hier auch 4 verschiedene Varianten gibt, wobei die eine halt jetzt eben in hart ist und die anderen sind dann jeweils in leicht, also da hat man schon durchaus, also wie ihr seht, ihr habt hier richtig viele verschiedene Szenarien, selbst für das letzte Szenario gibt es 2 verschiedene, für 7. auch, also da hat man echt, also ich müsste das jetzt mal durchzählen, aber es sieht so aus, als wenn es auf jeden Fall so viele sind, dass man damit viele Spiele lang Spaß haben kann. So, ich habe das gerade mal so grob durchgezählt, 20, 21 Szenarien sind das und das ist schon wirklich eine Menge für das Geld, also da ist dann auch, ja, also wie gesagt, wie hoch der Wiederspielwert ist, wird man sehen. Ich werde die, also je nachdem, wie gut mir das Spiel gefällt, aber allein von der Zeit her gar nicht schaffen, die alle zu spielen, so wird man versuchen, irgendwie vielleicht so ne, das erste, das vierte und das letzte Szenario zu spielen, wobei das natürlich auch so eine Story erzählt, so einen Kampagnenmodus hoffentlich hat, das muss ich auch nochmal alles nachgucken, da ist aber natürlich auch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, also vielleicht, wenn das Spiel ankommt und einigermaßen für sich läuft, nicht mal am Wochenende ein paar Freunde zu Besuch habe, dann werde ich da gleich mal so 1, 2, 3 Partien im Stück spielen, das dann auch mitfilmen und euch dann eben Let's Play-mäßig zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, und was ich hier gerade auch gefunden habe, der Save Sheet. Das heißt, hier kann man halt schreiben, welche Helden man hatte, ob irgendwer davon gestorben ist. Wenn ein Held im Szenario gestorben ist, ist der scheinbar auch wirklich für die ganze Kampagne tot. Wie viele Wunden er hat, wie viele Victims, Opfer und was man sonst noch so alles bekommen hat. Da gibt es hier so ein paar Bögen für. Da sind nicht wirklich viele drauf, aber die sind auch doppelseitig beschrieben. Und ja, also wie gesagt, wenn man das so oft spielt, dass dieser Bogen leer ist, dann hat sich das Geld dafür auf jeden Fall echt hart gerechnet. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die Miniaturen. Wie gesagt, das hier sind so die Marker,
die man für dieses Aktionsrad hier braucht, nicht für das Spawnrad, sondern für das hier. Da kann man halt, also da klebt man dann auch immer die Wappen rauf, dafür waren die da, dass man weiß, okay, irgendwie der Held hier hat gerade diese Aktion durchgeführt und dann kann eben der nächste Held, wenn der gerade bei Special war und der hat jetzt zwei Aktionspunkte, die er ausgeben will, kann er sagen, ich gehe für einen hier hin oder für zwei dann sogar hier hin und führe dann die Defend-Aktion durch oder eben Charge. Das heißt eben auch irgendwo hinlaufen, dann angreifen oder Rest kann auch immer nur einer pro Runde quasi machen, dass man sich halt erholt, wieder seine Karten aufzieht oder dass man eben so einen Fernkampf machen kann, entweder halt Bash oder so einen Aimed Shot, wo man dann eben so einen Kampf machen kann, der auch ein bisschen besser ist und wo man danach noch laufen kann oder. Und wenn man das dann halt irgendwie zu dritt oder zu viert spielt, dann kann das eben auch sein, dass es irgendwie so aussieht. Und wenn dann jetzt irgendein Spieler vier Aktionspunkte zu vergeben hat, dann könnte er zum Beispiel überlegen, okay, wo kann ich jetzt wo noch hinkommen? Ich kann 1, 2, 3, 4 hier hingehen oder vorher irgendwo stoppen und die Aktion dann durchführen und noch ein bisschen aufpimpen, um einfach dann mehr, weil das, was man quasi über hat noch an Aktionspunkten, kann man dann zum Beispiel beim Bewegen an Schritten ausgeben oder beim Angreifen ist das der Wert, der zum Angriff, der nicht Wurf, man zieht Karten, dazu addiert wird. Und so funktioniert das und dafür sind diese Schildminiaturen, sagt der Sol, wenn ich das nicht mal alles direkt in die Kamera halte, das hier sind dann die Helden, die es so gibt. Ich kenne da jetzt nicht die ganzen Namen und so, aber die sind auf jeden Fall schon, also die Gesichter sind auf jeden Fall sehr gut modelliert, also ich hoffe, man sieht das wahrscheinlich nicht, aber hier, der, also ja, ich glaube, wenn man also darauf steht, Miniaturen anzumalen, dann hat man hier auf jeden Fall seine helle Freude dran. Das ist schon durchaus eine gute Qualität, da ist auch nichts verbogen oder so. Das Plastik macht einen ganz guten und hochwertigen Eindruck. Also, das kann sich auf jeden Fall echt sehen lassen. Und ne, auch er hier sieht natürlich super fancy aus. Ich hoffe, man sieht das so. Ja, kann er schon sehen. Ich glaube, das ist ja so auch der Held, den ich vielleicht spielen wollen würde, weil der einfach mega cool aussieht. Das hier ist ein kleiner Hobbit im wahrsten Sinne des Wortes, der eben auch nicht wirklich viel Leben hat. Übrigens das Rauschen, das ihr wahrscheinlich im Hintergrund hört, dieses sonore Summen, das ist mein MacBook, das gerade irgendein Video rendert, das gerade hochgeladen wird. Das hier sind dann wahrscheinlich die Akolyten. Das hier sind irgendwelche anderen Viecher, die es da gibt, aber die sehen auch schon sehr cool aus. Also ich muss sagen, die sind einfach extrem gut gemacht. Also wenn ihr wirklich auf hübsche, auch durchaus gruselige Miniaturen steht, dann ist das, glaube ich, auch eine wahre Wonne. Das sind so die ganzen unterschiedlichen Typen, die es da gibt. Hier irgendwelche Pfeilspucker sind dann wohl die Fernkämpfer. Aber da gibt es halt noch mehr. Wir gucken uns gleich mal die anderen an. Aber die finde ich, also die gerade die vier hier, die sehen, also vom Aussehen her sehen die auf jeden Fall richtig gut aus. Hier diese komischen Skorpionviecher auch. Also wie gesagt, für Freunde von hübschen Miniaturen, das ist auf jeden Fall eine wahre Wonne. Na genau, wie er hier, den hatten wir eben auch schon, der war da so einzeln drin. Der, ich finde, der sieht jetzt nicht ganz so gruselig aus, aber ist auf jeden Fall auch schön detailliert hier mit den ganzen Adern und so, die man dann anmalen kann. Und ist wahrscheinlich auch eines von den böseren Monstern, wenn es das nur einmal gibt, vielleicht der Endgegner oder so, man wird das dann sehen. Und die hier sind ja wohl auch super cool, also einfach große, böse Viecher, denen man nicht im Dunkeln begehen möchte. Also ich mir vorstelle, da in so einen Dungeon abzusteigen und da laufen dann solche Viecher rum. Also das ist nicht für Leute, die Angst vor Insekten haben. Und dann haben wir hier jetzt noch die letzten Miniaturen, die es in dem Spiel gibt. Und die, finde ich, sehen ja auch mal richtig geil aus. Also, wie gesagt, wer sowas gerne anmalt, ich habe da leider überhaupt kein Händchen, keine Zeit, keine Geduld für. Also mit denen angemalt spielen muss richtig Spaß machen. Also das ist so materialmäßig, abgesehen von den ganzen Karten. Das, was ihr hier, ich glaube, es hat um die 100 Euro gekostet in dieser Version. Es gibt noch diverse andere Varianten, wo es einfach noch mehr Monster gibt, noch mehr Karten wahrscheinlich und so. Das hatten aber auch nochmal alles extra gekostet. Und was ich finde, vom Materialwert her ist es auf jeden Fall schon ein ganz guter Kurs. Also gerade, ich habe ja auch mit einem Kumpel darüber geredet, warum solche Spiele immer so super gut weggehen. Es sind auch einfach oftmals die Leute, die Spaß daran haben, solche Miniaturen anzumalen, die irgendwie hinzustellen, wenn es noch ein nettes Spiel dazu gibt, okay. Aber wenn die halt primär Spaß zum Anmalen haben, dann kriegen die ja für einen relativ günstigen Preis viele Miniaturen, die sie dann eben anmalen können, da ihr Hobby ausleben können und irgendwann sind die angemalt, dann brauchen sie was Neues. Also kommt das nächste Kickstarter-Miniaturenspiel und die Leute kaufen das und malen das an. Das hat nicht immer zwingend was mit dem guten Spiel dahinter zu tun. So, und dann öffne ich jetzt mal die Büchse der Pandora, macht die Karten auf. Wie gesagt, da ist leider nichts dabei, keine Zipbeutel oder sowas, um die dann irgendwie wieder sicher zu verstauen, aber das kriege ich auch irgendwie hin. So, und das sind einmal die Karten dann ausgepackt. Wenn wir uns die mal angucken, wir sehen, die hier haben vom Grundprinzip her alle größtenteils die gleiche Rückseite, außer dass hier noch so eine Visitenkarte bei ist und das hier sind auch alles die gleichen Karten und das sind eben die Karten, die immer der Modifikator bei der Probe sind. Und das hier sind quasi die Karten, die immer bei den Proben den Modifikator angeben. Das heißt, man macht irgendwie so einen Test und kriegt dann halt irgendwie +1 da drauf oder +4 oder +2
oder plus 5, 4, alles mögliche. Man kann aber auch minus 1 bekommen, plus 4, es kann auch irgendwelche Minuswerte geben. Und es kann eben sein, dass euch irgendwie ein Monster angreift und ihr denkt, okay, von der Verteidigung her klappt das. Und im Schnitt zieht man wahrscheinlich so plus 2, auf einmal, bam, haut er so ein plus 5 raus und macht euch dann Schaden. Oder plus 6, das ist halt richtig hart. Wahrscheinlich gibt es die Karte irgendwie nur ein oder zwei Mal da drin. Das hier ist so eine Nuller-Karte. Ich glaube, immer wenn so ein Kringel da oben drauf ist, dann kann man entweder irgendwelche Sonderfähigkeiten nicht nutzen oder, ich glaube, also bei irgendeiner bestimmten Kartenart muss man auch den ganzen Stapel wieder neu mischen, sodass eben auch regelmäßig wieder neu gemischt wird. Und ne, wie ihr seht, also die meisten Zahlen sind eher ein bisschen, also nur kleiner, so 2, 3 kann im Schnitt so passieren. Aber es gibt auch schon durchaus einige 5er, einige 4er, das war mir gar nicht so bewusst beim ersten Spielen. Hier, plus 3, Shuffle Deck. Die Karte gibt es scheinbar so ja, einmal da drin. Und ja, es ist wirklich schon bunt gemischt, also es kann einen immer alles treffen hier. Hier gibt es auch wie minus 1, das meiste ist eben in Höhen. Und da kommt es immer ganz drauf an, was für Proben man ausführt, ob man selbst die ausführt. Das ist natürlich gut, eine hohe Karte zu ziehen. Möchte man einen Angriff oder einen Test für einen Gegner machen, dann sollte er natürlich möglichst niedrig sein. Und da, wie ihr seht, dieses Deck ist einfach riesengroß. Da gibt es nicht nur 10, 20, 30 Karten, das sind, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Karten, also schon jede Menge. Und die anderen Karten hier, das sind jetzt so die Ausrüstungskarten der verschiedenen Charaktere. Die haben hier oben immer so ein Symbol, das gehört dann immer zu dem entsprechenden Charakter. Und das ist dann so ein bisschen das Kartendeck, wo man eben immer Karten zieht. Und also hier muss ich sagen, das Design ist wirklich, also da hätte man sich irgendwie schon was anderes vorausdenken können, dass sie wirklich ein bisschen, ja, also wenn ich sowas von Hand habe, ist es zwar sehr funktional, weil ich sehe, was für eine Zahl drauf ist, aber das hätte man durchaus irgendwie ein bisschen hübscher machen können. Aber bei den Karten hier steht wahrscheinlich Zweckmäßigkeit über allem. Das sind dann Bleeding, irgendwelche Wundenkarten gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo. Das sind vielleicht sogar die Wundenkarten, die man dann kriegt. Ne? Neck Injury, Gasping Wound, Infestation, Pulped Hand. Also wenn man da irgendwie Schaden bekommt oder sowas, dann tut man sowas einfach in sein Deck und verschlechtert damit dann seine Hand und muss eben zusehen, dass man die Wunden wieder los wird. Wobei, wenn man keinen Heiler dabei hat, dann wird man die Wunden, glaube ich, auch sehr schlecht los und vielleicht schleppt man den auch von Mission zu Mission mit sich rum. Und ja, da hat dann eben jeder Charakter so sein eigenes Deck und wahrscheinlich auch Karten, aus denen er später nochmal neue Karten dazu kaufen kann. Na, also wie gesagt, manchmal sind einfach nur so Dinger drauf, wo man dann nochmal seine eigenen Proben ein bisschen mit pimpen kann und sich nicht nur auf das Kartenziehen von den kleinen Karten hier verlässt, sondern selbst auch nochmal sagt, hier, plus 4 und man kann eben auch Leute damit aiden. Also ich weiß nicht, ob das bei diesem Spiel so war, aber ich glaube, wenn ich jemanden habe, der 2 für mich wegsteht, kann ich sagen, hier, ich helfe dir. Also 1, 2 und bis zu dir zu kommen, hast du noch 2 Punkte über quasi, die du dann selbst für dich irgendwie verwenden kannst. Und ja, also wie man sieht, die haben hier alle, also allein durch diese Karten spielt sich auch nochmal jeder Charakter unterschiedlich, weil jeder ein bisschen andere Spezialfähigkeiten hat, dass die halt alle manchmal so ein paar Karten drin haben, wo nur so ein paar Zahlen drauf sind. Ist klar, aber auch hier das mit dem, ne, einfach plus 1 und dann nochmal so eine kleine Karte ziehen, um diese Probe zu beeinflussen. Und dann hier schließlich auch nochmal so ein bisschen Werbung, Black Hat. Hier sieht man dann das Special Terrain, also was das immer für jeweilige Eigenschaften hat, wie man einen Angriff ausführt. Das, ich weiß nicht, was das für Karten sind, die haben wir, glaube ich, in unserem Szenario nicht drin, aber scheinbar auch irgendwelche Gegenstände, irgendwelche epischen Sachen, die man dann bekommen kann. Das heißt, hier hat man dann noch ja, auch nochmal so Karten, die wir im Prinzip ja aus dem anderen Deck schon kennen. Das ist einfach nochmal eine große Version davon. Wofür das dann da ist, werde ich auch erzählen, sobald ich die Regel gelesen habe. Aber wie gesagt, sehr Charakter hat so ein eigenes kleines Deck. Wie ihr seht, die sind immer nicht riesengroß. Die kann man sich dann, glaube ich, im Spielverlauf nochmal ein bisschen zusammenbauen. Und das war einmal alles, was ihr hier in Perdition's Mouse Abyssal Rift bekommt. Also gesagt, rein vom Materialwert her ist es auf jeden Fall, finde ich, solide. Also das sind viele Miniaturen, auch viele unterschiedliche Miniaturen, viele Karten drin, eben hier mit diesem Rad. Also das erlaubt auch durchaus ein bisschen strategische Tiefe, durchaus mehr als es bei zum Beispiel Zombicide der Fall ist. Hat eben auch 8 verschiedene Karten, wo es jeweils 2 bis 3 bis 4, ich glaube 3 ist das Maximum, an unterschiedlichen Szenarien für gibt, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Man kann die Monster hart und schwer machen. Also da steckt echt eine Menge Kram drin und wenn euch das Spiel gefällt, gibt es auch noch Erweiterungen, die ihr euch holen könnt, noch neue Monster, die man dazu bekommen kann, ich glaube irgendwie neue Helden und sowas, also da braucht man sich echt, also wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall erstmal genug Zeug und wenn das Ding auf, ich weiß gar nicht mehr, wie erfolgreich das auf Kickstarter war, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut durchgegangen und wenn sich das jetzt auch im Nachhinein eben gut entwickelt und gut verkauft, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es da in 1-2 Jahren nochmal eine neue Kampagne zu geben wird, mit vielleicht dem Nachfolger, nochmal einem neuen Spielsystem oder hiervon einfach nochmal die Erweiterung mit nochmal neuen Karten, nochmal neuen Monster.
dann oder. Sobald ich es spiele, ich weiß ja wie gesagt nicht, wann ich dazu jetzt komme in der nächsten Zeit, ich hoffe diesen Monat noch, dann werde ich da auf jeden Fall das Let's Play zu machen. Wahrscheinlich werde ich das wieder so machen, dass nicht wie so wie bei Mac vs. Minions, das war von den Regeln ja sehr einfach, da habe ich gleich die erste Partie mit Regeln lernen, komplett mitgefilmt, sondern hier werde ich einmal dann so die Einführungspartie mit meinen Freunden Probe spielen und ab der zweiten Partie dann die Kamera, wenn die damit einverstanden sind, Let's Play-mäßig mitlaufen lassen, dass ihr einfach wieder so bei uns dabei seid und zugucken könnt. Und dann seht ihr auch gleich, was für Regelfragen ergeben sich da noch, was läuft absolut intuitiv, was ist eher unintuitiv, wo muss man nochmal in Regeln nachgucken. Und das vermittelt, glaube ich, immer so einen ganz guten Eindruck, wenn man einen das interessiert. Und dann werde ich sicher auch nochmal so ein Solo-Let's Play dazu machen, wo ich einfach kurz so in einer Beispielrunde, die ich alleine spiele, zeige, wie die Regeln funktionieren. So, das hier ist das, worauf ich mich gar nicht freue. Ich weiß nicht mehr, ob es die Anleitung auch schon auf Deutsch gibt. Ich glaube, mir wurde gesagt, dass es da eine PDF zu auf Deutsch gibt, wenn die schon fertig übersetzt ist. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Da werde ich mich auf jeden Fall drum bemühen, wobei ich kann es auch einfach auf Englisch lesen. Dann habe ich kein Problem mit irgendwelchen Übersetzungsfehlern. Es liest sich zwar ein bisschen angenehmer auf Deutsch, aber eigentlich ist es auch nicht wirklich das Problem. Also, werde ich mich da jetzt die Tage mal durchwursteln. Ich fahre jetzt auch am Wochenende wieder relativ viel Zug. Das heißt, da werde ich mir auch wieder ein paar Regelbücher mitnehmen. Und ja, also wenn es euch interessiert, werdet ihr dann bald das Let's Play oder halt die Rezension, wie auch immer, zu Perdition's Mouse Abyssal Rift, ihr merkt, schwieriges Wort, wenn man schnell ausspricht, sehen. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich sage bis bald und tschüss.